Hallöchen, es ist der 1. Mai und heute nehme ich euch mit auf eine kleine Wanderung. Meine heutige Wanderung führt mich an eine Stelle, wo ich schon mehrfach war. Dort habe ich vor ein paar Monaten, als es noch Winter war, mal den Versuch unternommen, mit wirklich extrem nasser Umgebung Feuer zu machen. Nichts richtig Trockenes gefunden. Und ich bin damals gescheitert. Auch das Scheitern will gelernt sein. Und jetzt auf dem Weg dort hoch zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte, denn die wurden nie veröffentlicht. Ich bin gerade unterwegs hier ein bisschen in der Natur. Bin jetzt gerade hier hochgewandert und habe heute mal vor, meinen neuen Hobo zu testen und einfach einen schönen Nachmittag in der Natur zu haben. Denn ich habe mir so einen kleinen No-Name-Hobo-Ofen gekauft und den möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich gerade mir einen trockenen Ast besorge. Der ist dort abgebrochen und vertrocknet. Den ziehe ich mir jetzt ab, möglichst ohne darunter in den kleinen Bach zu fallen, weil meine Hoffnung war, dass ich in diesem Ast trockenes Holz finde, den aufspalten kann und aus dem Inneren mir kleine Holzlöckchen machen kann und diese dann nutzen kann, um in meinen Feuerstahl Feuer zu machen. Das war die Grundidee, welche ich einfach mal ausprobieren wollte. Habe jetzt hier mein Holz besorgt, habe das dann in kleine Stückchen gemacht, habe dann auch, wie eben schon gesagt, mir so kleine Löckchen gemacht und habe dann ganz, ganz oft versucht, das mit dem Stahl zu entzünden. Das hier war schon ein späterer Versuch, weil ich dann echt am Verzweifeln war, weil es hat einfach nicht so funktioniert. Der Schnee wurde immer mehr, ich wurde immer nasser und habe dann irgendwann gesagt, okay, das Ganze funktioniert nicht, ich höre jetzt hier auf und versuche es ein andermal nochmal. Leider war es zu dem zweiten Versuch nie gekommen. Hier sieht man übrigens so richtig schön meine Verzweiflung. Also ich war an einem Punkt angelangt, da habe ich Dinge getan, die machen eigentlich gar keinen Sinn. Habe dann nochmal einfach alles zusammengekratzt, habe es wieder versucht zu entzünden. Also nur um das hier gleich richtig zu stellen. So wie man das hier sieht, macht man das nicht ordentlich. Das war dann quasi einfach, ich probiere es jetzt noch auf Biegen und Brechen, aber es hat eben nicht funktioniert. Habe ich mir danach auch eingesehen, dass ich einfach mich zu sehr verrannt habe in dieser Aktion. Was ja aber im Grunde genommen nichts Schlimmes ist, denn wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, klappt es dann auch. Es ist doch nicht so trocken, wie ich es gedacht habe. Ich bin jetzt hier an meiner Feuerstelle angekommen, aber leider auch hier das Müllproblem. Überall liegt was rum. Aber wir suchen uns jetzt erstmal ein bisschen Feuerholz.
Bei mir ist jetzt erstmal eine kleine Teepause angesagt. Das Feuerchen lassen wir jetzt noch ein bisschen ausbrennen und dann ziehen wir weiter. So, die Buschbox ist jetzt abgekühlt und kann wieder eingepackt werden. Und ich muss sagen, das Ding ist schon echt geil. Ist halt die große Variante. Ist auch nicht eine Original-Buschbox, ist so eine Kopie, aber für meine Zwecke völlig ausreichend. Hier kann man auch ohne Probleme mal einen größeren Topf draufstellen. Das muss ich irgendwann noch unbedingt probieren. Hier wächst einfach eine rote Tulpe und ganz viele blaue Blümchen. Wunderschön. Da drinnen geht noch ein kleiner Bach lang. Im Sommer versiegt das leider größtenteils. Und wir gehen jetzt den Weg weiter und wollen jetzt da hochgehen. Oben. Juhu. Da unten hinten bei den Bäumen haben wir vorhin unsere Feuerpause gemacht. Und jetzt genießen wir einfach noch ein paar Minuten den wunderschönen Ausblick. Hier lässt es sich doch super schön Rast machen mit dem Ausblick im Hintergrund. Ich werde jetzt ein paar Minuten verweilen, was trinken, die Akkus wechseln und danach geht es auch langsam Richtung Heimat. Und dann bin ich quasi pünktlich zum Abendessen da. Jetzt geht's für mich hier gemütlich bergab, quasi bis ins Ziel. Also im Vergleich zum Adventure Walk ist das wirklich ein Kleinstabenteuer heute wieder gewesen. Aber ich finde auch, die kleinen Abenteuer sollten gewürdigt werden, machen auf jeden Fall Spaß und lassen sich auch mal gut zwischendurch realisieren. Ich bin jetzt gleich wieder daheim und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch wärmstens, abonniert diesen Kanal.